Jetzt werden wir ein Elektroskop bauen. Das ist ein Instrument, das elektrische Ladungen in seiner Nähe spürt und anzeigt. Dazu benötigen wir etwas Alufolie, einen Kupferdraht und ein Einmachglas mit einem Plastikverschluss. Kein Metallverschluss, das ist wichtig. Und etwas Klebeband. Aus der Alufolie schneiden wir zwei kleine Rechtecke. Sie sollten ungefähr gleich groß sein. Und wichtig ist, dass man dann in den oberen Teil des Rechtecks ein kleines Loch in der Mitte macht, wie man das hier sieht. Und wie man es hier sieht. Den Draht wickeln wir jetzt auf wie eine Schnecke. Wir fangen auch da mit einer kleinen Ecke an. Ende. So. Wir befestigen den Kupferdraht, den wir vorher aufgerollt haben, in dem Einmachglas, ungefähr so, und kleben ihn hier fest, dass er sich nicht mehr bewegt. Unten haben wir nun diese kleine Stelle Draht. Wir nehmen unsere Plättchen und schieben sie über den Draht. Also wir legen die beiden Plättchen nahe zusammen und biegen nun den Draht etwas um. Es soll keine scharfe Kurve hier unten sein, sondern etwas Platz für die Plättchen, um herumrutschen zu können. Anschließend biegen wir hier oben noch einmal den Draht durch, damit die Plättchen nicht hinunterfallen können. Nun nehmen wir den präparierten Verschluss des Glases und legen ihn auf das Einmachglas hinauf, sodass die Plättchen nun in dem Einmachglas sich frei bewegen können und von äußeren Einflüssen abgeschnitten sind. Nun ist das Elektroskop schon fertig, wir können es nun testen. Dazu nehmen wir wieder unseren PVC-Stab und etwas Wolle. Wir laden den Stab auf und wenn wir jetzt in die Nähe des Elektrometers kommen und auf die Plättchen schauen, sehen wir, wie sich diese bewegen.